Es war mal wieder ein turbulentes Jahr in der Welt Hollywoods. Von erschütternden Skandalen bis hin zu Promi-Trennungen, mit denen niemand gerechnet hat. Jeder erinnert sich noch an die berühmt-berüchtigte Oscar-Ohrfeige im Jahr 2022, die Will Smith dem US-Schauspieler Chris Rock verpasst hat, weil dieser Witze über den Haarausfall seiner Frau Jada machte. Im Oktober 2023 platzt die Bombe. Jada Pinkett Smith gibt bekannt, dass sie und Will zu dem Zeitpunkt eigentlich schon 6 Jahre lang getrennt waren. Gleichzeitig sagt sie aber, wir sind immer noch dabei, eine Lösung zu finden. Er war der große Newcomer in diesem Jahr. Der amerikanische Schauspieler Jonathan Majors ergattert im Marvel-Universum die Rolle des neuen großen Bösewichts Kang. Dieser sollte in den nächsten Filmen das Leben der Avengers schwer machen. Jetzt wurde der Schauspieler wegen häuslicher Gewalt verurteilt und ist seinen Job bei Marvel los. Wie es jetzt mit seiner Rolle weitergeht, ist noch nicht bekannt. Und auch die Vorwürfe gegen Schauspieler Gerard Depardieu wiegen schwer. Eine spanische Journalistin wirft dem Obelix-Darsteller vor, sie während eines Interviews vor 30 Jahren vergewaltigt zu haben. Die Vorwürfe spalten in Frankreich das ganze Land, während ihn die französische Kulturministerin als Schande der Nation bezeichnet. Haben 60 französische Kunstschaffende jetzt ihre Unterstützung für den Schauspieler Gerard Depardieu bekundet. Und auch US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow musste sich dieses Jahr vor Gericht verantworten. Ihr wurde vorgeworfen, einen Crash auf der Skipiste verursacht zu haben und wurde zu einer Millionenhöhe an Schadenersatz verklagt. In ihrem Fall nahm die Geschichte aber eine positive Wendung. Sie wurde von den Geschworenen freigesprochen.